Unsere Hunde sind schon frühmorgens bester Laune und das zeigen sie mit freudigem Schwanzwedeln. Da wedelt der ganze Körper mit. Es ist geradezu ansteckend. Zwei unserer Hunde sind Airedale Terrier. Trudy ist 1 Jahr und 10 Monate alt und Turnip ist 4,5 Monate alt. Dann ist da noch Annie. Sie ist eine Mischung aus Schäferhund und Border Collie. Wir haben sie aus dem Tierheim. Sie ist sehr sanft und extrem freundlich, ist aber nicht sehr selbstbewusst. Ich bin keineswegs ein Airedale-Experte, aber nachdem ich 1,5 Jahre mit einem Hund dieser Rasse zusammengelebt habe, kann ich sagen, dass Airedales wunderschöne, robuste, kluge und freundliche Hunde sind. Sonderbar, dass sie eigentlich nicht weiter verbreitet sind und sie über die letzten Jahrzehnte eher abnehmen. Den Airedale Terrier, auch Bingley Terrier oder Waterside Terrier genannt, gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts und er wurde zuerst in der Gegend des Flusses Aire in Yorkshire in England gezüchtet, als eine Kreuzung aus dem Old English Terrier und dem Otterhound. Der Otterhound ist dafür bekannt, dass er prima im und ums Wasser herum arbeiten kann. Trudy hat dies wohl eher nicht von ihrem Vorfahren geerbt. Sie hat mit Wasser immer so ihre Mühen, am liebsten vermeidet sie es. Airedales werden auch King of Terriers, König der Terrier genannt, weil sie die größten der Terrier sind. Airedales haben eine Widerristhöhe von 56 bis 61 Zentimetern. Dabei sind meist Rüden etwas größer. Ursprünglich wurden sie zum Jagen, aber auch als Hofhunde gezüchtet, aber wurden dann auch von der Polizei und im Katastrophendienst eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg wurden dem Airedale wichtige Aufgaben anvertraut, wie das Überbringen von Nachrichten durch Feindesgebiete und das Ausliefern von Post. Für das Rote Kreuz halfen sie bei der Suche verwundeter Soldaten auf dem Schlachtfeld. Viele Geschichten über den Mut und die Treue der Airedales im Ersten Weltkrieg haben diese Rasse in den 1920ern sehr beliebt gemacht. Vor allem in Amerika, sowohl Präsident Harding als auch Präsident Roosevelt besaßen einen Airedale Terrier. Airedales sind kräftig gebaute Hunde mit einem relativ flachen Kopf und einem starken Nacken und geraden Rücken. Sie haben große Pfoten und muskulöse Beine. Ihre Schwänze, wenn nicht kupiert, tragen sie aufrecht und leicht gekringelt über ihrem Rücken. Das Fell der Airedales ist wasserdicht. Das äußere Haar ist recht dick und drahtig, die Unterwolle ist weich und dicht. Weder Trudy noch Turnip lassen sich von unserem nassen Klima davon abhalten, draußen herumzustreunern. Sie sind das ganze Jahr über den ganzen Tag draußen. Ausgewachsene Airedales sind schwarz und rotbraun. Welpen sind fast ganz schwarz und das Fell färbt sich erst langsam ums Gesicht und von den Beinen her hoch rotbraun. Einen ausgewachsenen Airedale muss man eigentlich nicht baden, da sich ihr Fell von selbst reinigt. Aber sie müssen regelmäßig gebürstet werden, damit das Fell nicht verfilzt. Wenn man seinen Airedale auf Hundeschauen vorführen will, gibt es dazu ein kompliziertes Verfahren, welche Teile des Fells gekürzt werden sollten. Unsere Hunde leben größtenteils draußen, deswegen scheren wir sie gar nicht. Sie haaren eigentlich auch nicht in dem Sinne. Aber um ihr Fell gesund zu halten, ist es gut, sie zu bürsten. Ich nehme dazu einen Entfilzer, der die Unterwolle durchkämmt und etwas lichtet. Vor allem das lose, tote Haar muss herausgekämmt werden, damit es nicht verfilzt. Das drahtige Langhaar kämme ich mit einem anderen Kamm durch, der eigentlich nur die losen, langen Haare herauszieht. Dieser Kamm heißt hier Stripping Knife. Keine Ahnung, wie sowas auf Deutsch heißt. Vielleicht weiß das ja ein Experte unter euch. Das sogenannte Stripping kann man auch von Hand machen. Sich einfach mit den Fingern durch das Fell arbeiten und dabei alle losen Langhaare herausziehen.
Manche Besitzer von Airedales scheren diese auch einfach am ganzen Körper, weil das schneller und einfacher geht. Aber das führt oft dazu, dass die Unterwolle überhand nimmt und das Fell dadurch sehr weich wird und seine leuchtende Farbe verliert. Außerdem ist es weniger wasserdicht. Zum Schluss kämme ich das Fell noch mit der Zupfbürste durch, damit es schön glatt am Körper anliegt. Ich kämme es so auch vorsichtig durch Trudis Gesichtshaar, das sich leicht verfilzt. Airedales sind sehr freundliche Hunde, die den Sozialkontakt mit Menschen, aber auch anderen Tieren genießen und suchen. Man kann sie dazu erziehen, dass sie mit allen Tieren, groß und klein, sanft und rücksichtsvoll umgehen. Unsere beiden Hunde folgen mir den ganzen Tag über bei den Arbeiten auf dem Hof, die es zu erledigen gibt. Dabei nehmen sie dann auch oft einen Umweg über unsere Wiesen, um einer alten Fuchs- oder Kaninchenfährte hinterherzuschnuppern. Und zu einem kleinen Wettrennen sind sie auch immer zu haben. Wenn sie nicht gerade rennen, dann spielen sie stundenlang. Entweder mit einem ihrer Lieblingsspielzeuge oder sie balgen einfach miteinander herum. Ihre Freude daran ist so ansteckend, dass sogar Annie manchmal mitmacht. Airedales lernen sehr schnell. Turnip ist noch etwas jung und außer Fressen und Schlafen und Spielen macht er nicht viel. Turnip. Er kommt aber schon, wenn er seinen Namen hört. Turnip. Turnip. Naja, er kommt meistens. Turnip. 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 Look. Turnip. Good boy. Trudi, come on. Come on, Trudi. Trudi kann schon allerlei Sachen auf Trudi. Kommando anstellen. Trudi. There we go. Good girl. Sie liebt Hundekekse und nur um an solch einen heranzukommen, lernt sie neue Kommandos in Windeseile. Hier zeigt sie schon einige ihrer Übungen. Aber das Beste an dieser Hunderasse ist ihr immer wedelnder Schwanz, der so sehr ihre Lebensfreude und ihre gute Laune und ihren Eifer ausdrückt. Auf jeden Fall mit dem Schwanzwedeln, das können Airedales so richtig gut.